Damit herzlich willkommen zurück zu Kirby Schattenbedrohung Raumland für den Game Boy Advance. Ja, weiter geht's. Wir zocken weiter im O-Saft-Ozean, glaube ich, hieß die Welt. Eine Wasserwelt. Es gibt tatsächlich eine Wasserwelt. Gab es eine Winterwelt? Ich glaube, nein. Hier gab es direkt ein Secret Exit im ersten Level wieder. Auf jeden Fall gab es hier den Duo-Fund. Ja, wie volle Kanne fertig machen und das Ding und tschüss. Ich habe keinen Bock auf dich. Warum soll ich dich bekämpfen? Du droppst mir ja eh nur deine Fähigkeit und die benötige ich nur für dieses sinnlose One-Up. Die gehören ja nicht, soweit ich weiß, zu 100% dazu. Ich sollte vielleicht auch mal in den Title-Screen gucken und nachsehen, wie viele, nachgucken, wie viel Prozent wir haben. Interessant zu wissen, wär's. Auf jeden Fall. So, wir rennen hier oben lang, gehen hier rein und hier gibt es ein One-Up. Und gab's hier nicht ein Secret Exit? Ja, da ist ein Secret Exit, ich sehe ihn. Doch. Die Dinger konnte man mit den Feuern, mit denen hier, glaube ich, auch aufmachen. Ich weiß aber nicht, ob das hier auch ging. Nee. Das heißt, ich muss wieder mit einem Hammer zurückkehren. Nice. Gefällt mir überhaupt nicht. Scheißdreck. Gut. Dann gehen wir auf die Suche nach der Hammerfähigkeit oder nach der Steinfähigkeit. Irgendeine von beiden wäre vollkommen okay. Hier die ganzen Tauben. Naja, Tauben sind es nicht wirklich, Vögel. Gelbe Vögel. Gelbe Küken. Küken fliegen. Ja. Die Mutter bringt den Küken gerade das Fliegen bei. So, wir sehen einfach mal weiter. Ich merke mir, brauchen wir einen Hammer. Oder einen Stein. Und wir gucken einfach mal weiter, wie es sonst so... Was war das gerade? So, egal. Jetzt sind beide Treffer wieder geheilt. Aber einen kriegen wir direkt wieder. Weil es ist halt lustig, sich treffen zu lassen. Wir kriegen nebenbei erwähnt auch gleich noch einen. Weil wir haben ja 28 Leben. Und 28 müssen wir ja noch wegbekommen. Damit das Spiel wieder lustig wird. Ne? Ja. Hier gibt's auch einen Secret Exit. War das die Welt der Secret Exits? Ey, ich dreh durch, wenn das die war, ne? Ich pack das überhaupt nicht. Nein, 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 nein! Jetzt muss ich hier auch nochmal mit einem Stein hin. Mann! Viel zu viel treffen lassen. Zack! Ist da nicht gerade ein Stein runtergefallen? Ich lasse meinen Tornado hier weg. Ach, das warst du, oder? So ein Stein wäre schon mal nice, ne? Tot. Ich wusste es. Ich wusste es gerade. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir gedacht habe, YOLO. Hat eh keinen Sinn. Warum soll ich mich bemühen? Ne? Mach's auch jetzt wieder. Weil es mir scheißegal ist. Das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. So, du bist auch tot. Und ich gehe jetzt hier rein. Krieg ich jetzt bitte endlich meine Stein- bzw. Hammerfee... Mann! Nee. Finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Nee. Wo kriege ich die Fähigkeit her? Gab's hier einen Secret Exit? Ja. Also in den ersten zwei Level geht's direkt wieder rein, sobald wir die Fähigkeit haben. Und hier gab's auch einen. Das war die Welt der Secret Exits. Okay. Nur hier war der tatsächlich extrem schwer versteckt. Und ich verliere gerade voll viele Leben. Aber egal, wie gesagt, mir hat niemand geschrieben, wie viele Leben ich in Kirby's Adventure verloren habe. Und aus dem Grund will ich mich jetzt hier auch gar nicht anstrengen. Weil, warum soll ich mich anstrengen, wenn ich sowieso keine Vorlage habe, was ich besser machen soll. Dann verrecken wir halt ein paar Mal, rennen den Screen nochmal von vorne. Macht kaum einen Unterschied. Schlimmste ist halt, dass man in dem Spiel direkt beim Treffer die Fähigkeit verliert. Das war ja in den späteren Kirby's dann nicht mehr so. Da konnte man vielleicht zweimal einen Treffer einstecken. Das war random. Ob man bei einem Treffer die Fähigkeit verloren hat oder nicht. Wo ist der Kack-Secret Exit? Hier. Komm, geh durch. Bonkers. Bonkers ist gut.
Bonkers ist ein Zeichen dafür, dass ich den Secret Exit schaffen kann. Also, dass ich die jetzt gleich bekommen kann. Aber ich glaube, ich komme nicht mit ihm ans Ziel. Mann! Stirb, Bonkers. Der war doch hier der Secret Exit, oder nicht? Zack. Ja, hier braucht man den sowieso überall, den Dreckshammer. Gucken wir. War der nicht hier irgendwo rein? Ach, der war... Ich glaube, ich erinnere mich, der war hier beim Block, konnte man rein, ne? Und der sieht immer noch genau gleich aus, der Secret Exit. Wie damals. Man kann es immer noch nicht erkennen. Das ist ja das Schlimmste, dass man es immer noch nicht erkennen kann. Ah! Fuck you! Wie komme ich jetzt hier raus? Nee. Ach, da unten, da ist ein schwarzes Loch. Und hier? Nice. Mr. Intelligenz schlägt wieder zu, wie man sehen kann. Wie ging das denn? Ich erinnere mich. Das Feuer, das soll einen nur verwirren. Du gehst auch drauf, weil wir brauchen den hier. Geh hoch, Kirby, geh hoch! Eieieiei. Mit denen war das möglich, ja. Ach du Scheiße, der Secret Exit, der hat's in sich. Ja. Komm. Gut. Und jetzt musste man einfach hier oben dagegen schießen und dann hier rein. Ach du Scheiße. Secret Exit. Darüber kann man sich mal freuen. Ach du Scheiße. Der war schwer. Ihr habt's ja gesehen. Der war nicht einfach. Aber jetzt kann ich hier wieder durchwaschen, weil ein Secret Exit pro Level ist ja das Maximum. Und dann können wir hier nochmal mit einem Stern fliegen. Nachdem ich mich einmal von der Putze abtreffen lassen. Zurück auf die Insel. Im O-Saft-Ozean. Und ich glaube nicht, dass wir die Welt in dem Part beenden können. Ich habe so ein Gefühl. Habe ich einfach. Einmal nach oben. Ah, schade. Ich muss, glaube ich, die Welt jetzt wechseln. Kriegen wir die... Hier haben wir wenigstens alles. Das ist immerhin gut. Gibt's hier irgendwie... Nee, gibt's nicht. Dann muss ich jetzt leider die Welt wechseln. Weil eine Welt davor gab's Bonkers. Und ich will jetzt endlich die Secret Exits nachholen. Ich halte dann einfach nicht mehr länger aus, wenn ich die hier... da lassen muss, so stehen lassen. Da unten gab es ein Minigame. Haben wir sogar vergessen. Ich glaube, ich renne einfach nochmal durch alle Welten durch auch. Weil wir ja jedes Minispiel einmal sehen müssen. Und hier gibt es ja, das Minispiel hat epische Mucke. Was ist eigentlich besser? Super oder prima? Wow. Und ich bin immer noch vorne, muss man dazu sagen. Ich habe tatsächlich gewonnen. Ich habe tatsächlich gewonnen. Das Spiel ist gnädig. Auf jeden Fall. Wo gab's denn hier die Fähigkeiten? Ah, hier. Ohne eine Fähigkeit will ich mich dem Boss nicht stellen und ich schnapp mir die Stein. Wobei... Wisst ihr was? Mit der Steinfähigkeit? Na, wobei... Ich stelle mich doch dem Boss. Aus einem Grund. Und zwar... Geh weg. Geh weg, Bonkers, danke. Ich hätte gerne die Komplettheilung, die er droppt. Und ich hole mir auch noch Bonkers, komm. Jetzt haben wir ihn schon mal besiegt, dann... Kann ich das ja auch mal machen. So, nächste Welt... Und einmal nach unten. Jetzt muss ich nur hier überleben und nicht die Fähigkeit verlieren. Zurück. Und Stein. Und los.
Wird jetzt ein bisschen nervig, kann ich dazu sagen. Das wird jetzt ein bisschen nervig. Aber ich will ja 100%. Komm, muss weg hier. Geh rein. Geh weg. Geh. Weiter. Ach du Scheiße. Weiter. Okay, ich geh hoch. Zack, töten. Ich muss jetzt wieder so vorsichtig spielen wie noch nie zuvor. Ich hasse es, vorsichtig zu spielen. Ach, das ist grauenhaft, Mann. Egal, hier kann ich rüberfliegen über alles. Außer über dich, warum auch immer. Und dann hätten wir hier endlich auch diesen Secret Exit bekommen. Fähigkeiten. Gibt es die Hammerfähigkeit? Wäre cool. Ich guck nach. Ne, die Wheelie. So, und hier natürlich noch den Secret Exit. Wo war der denn? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wow, das war wieder verdammt knapp. Diese Frösche immer. Immer diese. Tschüss. Und wieder zurück. Wie soll ich denn das machen? Das wird nervig. Das sehe ich jetzt schon. So. Hammer. Nicht Hammer. Stein. Gut. Ich wusste sowieso nicht mehr, über was ich jetzt in dem Part reden sollte. Und aus dem Grund finde ich es eigentlich recht okay, dass wir jetzt hier Secret Exit suchen müssen. Aber das ist gerade echt verarscht. Besonders, dass man immer wieder zurückgehen muss in der Welt. Und oh, es macht mich aggressiv. Es macht mich richtig aggressiv. Komm. Stein. Und weiter. Und wenn, dann wollen wir das auch auf legalen Weg zocken. Ich könnte natürlich mit der Virtual Console ein Safe State machen, aber nee, wir zocken es auf legalen Weg, so wie das die ganzen anderen damals auch zocken mussten. Ganz vorsichtig, du bringst dich um. Wie sieht's weiterhin aus? Kann mir nicht noch einer? Bitte, 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 danke! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, danke. Ich habe ihn noch, ich habe ihn noch, ich habe die Fähigkeit noch. Ich habe die Fähigkeit noch. Okay. Ich habe die Fähigkeit immer noch. Ich werde sie auch behalten. Ich werde sie behalten. Nice. Und jetzt nur noch da hoch, nur noch da hoch, nur noch da hoch. Da hoch noch und zack. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich hab den Secret Exit. Ach du Scheiße, das war eine Qual, das war eine Qual. Und dafür gibt's einen Arena-Kampf. Dafür gibt's einen Arena-Kampf als Belohnung. Okay. Hol ich mir. Gönn ich mir. Gegen dich hier, okay. Machen wir. Ah, okay, okay. Ich lebe noch als Stein. Ich bin immer noch der ultimative Stein. Hol dir den Stein und wirf ihn drauf. Na, was? Betrug. Betrug. Ja, ihr seht's. Es ist Betrug. Komm. Komm. Mensch, jetzt langweil mich nicht. Danke. Stirb. Ah, Feuerball, Maxi-Tomate und raus. So, wir haben da unten ein Bombenspiel. Das spiele ich natürlich auch. Da habe ich, glaube ich, in den letzten Welten so viel übersehen. Da muss ich wirklich nochmal machen. Muss ich wirklich alles nochmal machen. Und das war perfekt. Das gibt nicht meine Belohnung. Ja. Egal. Haben wir, glaube ich, auch schon im ersten Part gesehen, dem Bildschirm. Aber egal, jetzt habt ihr ihn nochmal gesehen. So, hier gibt es wahrscheinlich auch einen Secret Exit, weil das ist ja die Welt der Secret Exits, der O-Saft-Ozean. Ne? So, wir haben hier einmal irgendeine Tür. Diese Tür beinhaltet nichts. Die beinhaltet ein One-Up. Okay. Das komme ich nicht ran. Um an da dran zu kommen, brauche ich hier meinen Beam. Und ganz im Ernst, das One-Up, das ist mir. Na, es sind drei One-Ups. Und aus dem Grund ist es mir doch nicht Schnurzpiep egal. Ja. Wenn das jetzt nur eins gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, YOLO brauche ich nicht, aber es sind drei.
Das waren auch damals, glaube ich, schon drei, aber ich habe mir jetzt gedacht, okay, das haben die anders gemacht, weil, ne, es ist ein Remake und so übertrieben. Nee. Habe ich nicht gedacht. Was haben wir hier eigentlich? Gab's hier nicht eine Tür? Hier gab's auch noch ein One-Up. Okay, danke. Vielen Dank für die Blumen. Und vielen Dank für den Treffer. Wie lieb von dir. Hätten wir das Lied auch vervollständigt. Da unten ist die Tür für den Secret Exit in den Level. Kann man mal übersehen, aber das ist schon einer der offensichtlicheren oder der leichteren, sagen wir es so. Es ist auf jeden Fall einer der leichteren. Vielleicht gibt es ja hier weniger Level. Dafür, dass es hier so viele Secret Exits gibt, weniger Level, wäre human, aber ansonsten schaffen wir die Welt nicht in einem Part. Das sieht nicht danach aus. Brauche ich eigentlich nicht, habe ich trotzdem eingesammelt, okay. Und ihr könnt mich auch mal... Ich glaube, den Schirm hätte ich mitnehmen sollen. Ja, den Schirm hätte ich mitnehmen sollen. Aber egal, ihr seht, ich skill mich hier auch so durch. Ich bin einfach der ultimative Kirby-Fan. Ich weiß, wo die alle kommen. Bis auf der letzte. Das war anders als in Kirby Mouse Attack. Nee, Spaß. War egal, Mann. War egal. Jetzt müsste der Boss kommen. Ansonsten kriegen wir das nicht mehr hin. Jetzt muss der Boss kommen, aber ich glaube, der kommt nicht. Nee. Nice Level. Okay. Ich mache noch hier Minigame. Stufe 2, das heißt, wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen als heute. In dem Part, in den Minigame davor. Die sind jetzt auf jeden Fall besser. Heißt, ich darf mich nicht mehr so oft treffen lassen. Ich glaube, vielleicht erlauben die noch einen Treffer. Nee, nicht mal das. Da ist einfach einer schon davon geflitzt. Ich muss aber auch dazu sagen... Die sind also die Strecke, man fährt schneller. Mhm. Fuck, das hätte nicht sein sollen. Ja. Ja. Dreck. Schlecht. Wirklich schlecht. Dafür gibt es immerhin noch ein One-Up. Okay. Wie sieht's aus? Haben wir noch Zeit? Wir können noch das eine Level reinpacken. In der Hoffnung, dass dann der Boss kommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt. So, natürlich dürfte es ja auch wieder ein Secret Exit geben. Das dürfte dann die Warp Door freischalten. Das machen die ja jetzt auch immer. Die Warp Doors verschließen mit Secret Exits. So richtig fies. Da oben meine Maxi-Tomate. Hätte ich vielleicht nehmen sollen. Aber komm. Mein Skill ist unnachahmlich in den Game und das Ding brauche ich den nicht. Ja. Guckt euch das an hier, wie ich hier durchflitze. Ach. Ich glaube, ich mache danach wirklich mal eine Pause mit Aufnahmen. Ding. Weil das geht einfach nicht mehr. Ich laber nur noch Scheiße. Ihr kriegt es ja langsam auch mit, ne? So, 35 Leben. Und der Secret Exit, den sehen wir hier. Den konnten wir, glaube ich, nicht mit einem Beam aktivieren, ne? Nee. Mann! Warum gibt es hier so viele Suizidgegner? Musste ich wieder laut werden. Musste ich wieder laut werden. So viele Suizidgegner. Ist halt einfach... Man drängen sich Leute auf, weil man Waddle Dees tötet. Aber die können ja nichts dafür, ne? Die können nichts dafür. Das ist... Mann! Die Dinger hier einen so aggressiv machen können. Das ist die Weiterentwicklung der Waddle Dees. Mhm. Und ihr denkt, die sind alle human. Mhm. Fick dich. Fick dich. Ich verreck eh wieder. Stirb. Nicht du! Du! Haben wir jetzt dann... Mal! Aggression. Ich muss irgendwie Aggressivität abbauen. Indem ich euch alle töte! Mann! Fliegen! Stirb! Mann! Aggressiv. Ich bin aggressiv! Ihr macht mich aggressiv! Alle! Seid alle Drecksviecher! Schaff's eh wieder nicht in die Kanone.
ja. Ne? Nice. So richtig, richtig assi von den Entwicklern. Warum kannst du mich treffen? Ich kann das ja auch nicht. Gib mir halt auch die Fähigkeit. Wenigstens Fairheit. Schaffe ich wieder nicht. Das ist einfach fies. Na doch, ich hab's geschafft. Nice, gib mir eine Komplettheilung. Ja, okay, immerhin ist das auch eine Komplettheilung immer. Ach du Scheiße, das war gerade gar nichts. Ich hätte den Part beenden sollen. Und war immerhin noch skillhaft. Gib mir den Boss. Ich glaube, ich kriege ihn nicht. Ne. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Spiel fies geworden. Jetzt kommt auch hier Haonun Stufe 2. Ich habe nicht mal Stufe 1 geschafft aus dem Grund. Kann ich hier eigentlich direkt aufgeben. So gute Reaktionen habe ich einfach nicht. Jetzt ist vorbei. Ja. Aber ich bin auch schon total demotiviert, nachdem was in den Level gerade los war. Und gut, das Spiel wird schwieriger. Ich hab's begriffen. Ja. Und ich hoffe, ihr habt es auch begriffen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Kirby Schattenbedrohend Raumland. Bis dann und tschüss, euer Ultra.